Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich hier mit meinem Freund István Várdai hier in Liechtenstein bei euch zu sein und dieses interessante Programm vorzustellen. Bei so einer Programmation interessiert mich immer sehr, wie die einzelnen Werke eigentlich zueinander sprechen und eine Geschichte erzählen. Und diesmal sind wir einen noch extremeren Weg gegangen, dass wir die Stücke quasi miteinander verknüpft haben. Statt einfach nur in einer Ouvertüre und dann das nächste Stück, sind sie miteinander verwoben. Und auf die Idee kam ich schon vor einiger Zeit, dass das ja eigentlich das Elgar Cello Konzert ständig aus Wagners Tristan zitiert, aber dass das eigentlich nie so aufgenommen wurde. Und als wir das erste Mal das Cello-Konzert gemacht haben, das war in Kopenhagen, dann habe ich dir gesagt, was meine Idee war. Und ohne dass du es dir genau vorstellen konntest, was es eigentlich bedeutet, hast du es eigentlich schon in Budapest vorgeschlagen. Ja. Und dann haben wir es daraufhin gemacht, 2021 in Budapest, in Mögpa, mit dem Hungarian National Orchestra, aber nicht vor Publikum. Nicht vor Publikum, und deswegen hat es auch eigentlich noch in diesem Kontext von der Pandemie und in dieser Umgebung hat es eine wirkliche Tiefe noch, das sozusagen ins Leere zu spielen. Genau. Und da war es wirklich wie ein symphonisches Werk und wir waren alleine mit Orchester zusammen, ja. und da kam das, also diese Stille nachher, hat es noch einen, also es war ganz inspirierend. Die Stille nach dem Liebestod, also wir hören den ersten Teil mit Wagners Liebestod auf. Es wird nichts an den Partituren verändert, außer dass wir diese kleine Coda aus dem Cello-Konzert weglassen. Die eigentlich auch unnötig ist, in gewisser Weise, weil das Stück geht in eine ganz andere Richtung und er macht die Coda halt, weil man muss ja irgendwie aufhören. Es ist wie ein obligatorischer Abschluss. Genau. Und von dem emotionalen Weg, was es geht, ist es eigentlich wäre nicht notwendig. Und das Elgar Cello Konzert ist ja Elgars letztes großes Werk. Ich würde sagen, das ist sein Requiem, weil es auch irgendwie einen Requiem-Charakter hat. Es ist ein Requiem auf die Toten des Ersten Weltkriegs, 1919 uraufgeführt, wirklich geschrieben unter dem Horror des Ersten Weltkriegs und auch dem akustischen Horror, dem Elgar ausgesetzt war, weil er hörte diese Bombardements und das Kanonenrasseln und hat unter diesem Eindruck dieses Stück geschrieben. Einerseits, um sich ein bisschen da rauszureißen, aber andererseits, glaube ich, ist es eine große Hingabe an alle die in diesem furchtbaren Krieg gestorben sind und die diesen Liebestod gestorben sind. Wenn man das so will, ist ja jeder dieser Opfertode in diesen Kriegen ein gewisser Liebestod. Es ist ein selbstloser Tod für ein Ideal, manchmal auch für ein falsches Ideal, für ein Vaterland, für eine Liebe oder für die pure Existenzerhaltung. Und diesen Liebestod, den diese vielen Menschen gestorben sind, den beenden wir halt auch eben mit Wagners Liebestod. Was ich auch interessant finde, ist, dass diese Zitate von Tristan sind ja auch ein Hinreichen eines englischen Nationalkomponisten, Edward Elgar, an den Erbfeind Deutschland. Und diese Brückenbildung zwischen den Kulturen ist so wunderschön in der ganzen Geste von Elgar. Das heißt, die beiden Werke werden zu einer existenziellen Einheit über die Frage von der Rolle der Kultur in der Menschheit und wie es uns miteinander verbinden kann, trotz der grauenvollsten Erlebnisse. Aber der ganze Tristan ist also so ein existenzielles Stück. Es geht um Liebe im allerweitesten Sinne. Ja. Und diese existenzielle Frage und den Liebestod am Ende, ist das Erlösung oder ist das eine Transzendenz, die wir noch nicht kennen? Und wie ist es für dich? Weil du spielst ja auch mit, dass du kommst aus dem Tutti,
aus dem und spielst die Cellostimme im Wagner und kommst dann in Elgar. Wie ist dieser Übergang für dich? Komischerweise fühlt es sich komplett organisch und natürlich an, weil das so gut zusammenpasst. Also ich kann es wirklich nur mich auch für diese Idee, für diesen Konzept auch bedanken bei dir, weil das funktioniert einfach wunderbar. Und ich fühle mich auch dadurch, dass ich in Wagner auch mitspielen darf, fühle ich mich auch als Teil von einem Großen, was auch mich persönlich inspiriert, weil ich bin nicht so unbedingt der typische Charakter für einen Solist. Ich fühle mich einfach. Du bist dann, ja. Ich fühle mich. Primus inter pares. Sozusagen ja. So. Wo ich mich selber in diesen Kontext noch besser fühle. Und dadurch auch, dass Elgar. Von einer anderen Sichtweise sehe und dadurch auch vielleicht auch ein bisschen anders spiele. Ich glaube auch, und ich glaube, es überträgt sich letztendlich auch aufs Orchester, was ja beim Elgar-Konzert so ein bisschen Pomp und Circumstance manchmal aufkommt. Wenn man dann aus dem Tristan-Vorspiel kommt, stellt sich das so nicht ein. Das heißt, das Pompige ja. Geht Gott sei Dank ein bisschen verlöten. Das ist ja in dem Stück eigentlich auch nicht so immanent. Insofern, jetzt ist natürlich die Frage, wie verbindet sich das mit dem Schumann? Schumann ist ja auch für Cellisten ein wahnsinnig wichtiger Komponist. Für mich ist eine Herzensangelegenheit. Ich hab meine Orchester immer mit Schumann traktiert, weil ich einfach Schumann einen der großartigsten Komponisten überhaupt finde und bezeichne mich als Schumaniac von der Bezeichnung. Diese C-Dur-Symphonie von Schumann ist auch so ein existenzielles Stück, für ihn vor allem, weil er kam aus dieser großen Depression, er war ja quasi mit nach heutiger Begrifflichkeit Borderline, also hatte manische und sehr lange depressive Phasen. Und diese manischen Phasen haben sich dann in solchen Ergüssen, die dann auch sehr schnell kamen, wie diese C-Dur-Symphonie. Nimmt dann auch C-Dur. C-Dur ist eigentlich eine nicht sehr häufige Tonart bei großen Symphonien, aber glaube ich inspiriert von zwei großen Beispielen, der Schubert C-Dur, die er gerade gefunden hatte, und natürlich Mozarts Jupiter-Symphonie, die irgendwo dann auch zitiert wird. Siehst du jetzt einen Zusammenhang zwischen Schumann und Wagner Elgar? Das, was du ja sagst mit C-Dur, ist Do, Domine, ja. Dominus und auch Erde in anderen Sichtweisen. C-Dur ist das Symbol von Gott oder von Erde. Genau. Was eigentlich, wenn wir das so sehen, ein ziemlich großer Kontrast ist. Ich spüre einfach bei Schumann diesen Krieg in sich. Mhm. Auf einem Volumen, was wahrscheinlich für uns fast unerträglich wäre. Ja. Und deshalb finde ich das auch genial, dass er den Mittel gefunden hat, durch diese fantastische Art und Weise von Komponieren, das für die Ewigkeit aufs Papier zu bringen, was in sich gelaufen ist. Genau. Und sonst, ich meine, das ist wirklich das Konzert, was wir spielen werden, sind einfach zwei Werke oder drei Werke sozusagen, was ein richtig großes und tiefes Erlebnis sein kann. Eine Transformation. Wir hören ja auf mit dem Liebestod und dieses Haar, was dann endlich die Auflösung einer fünfstündigen Kadenz suche. Ja. Und dann gehen wir in die Auflösung dessen,
die kann nur bei C liegen. Vom so, C. Genau. Das ist der Leitton. Wir hören mit dem Langener nach C-Dur, auch mit einem großen Kampf. Das Interessante, es gibt aber auch noch mehr, und ich hoffe, das werden Sie dann auch entdecken, die Verbindungen sind auch thematisch. Der schönste, vielleicht einer der schönsten Sätze, die Schumann überhaupt je geschrieben hat, ist der langsame Satz in der zweiten Sinfonie. Und das ist die gleiche Thematik wie der Anfang von Tristan, der ja auch dann wiederum im Elgar-Konzert zitiert wird. Schumann hat das aber genommen von Bach. Mhm. Und das alles geht wieder zurück auf Bach, auf das musikalische Opfer. Sind wir beim musikalischen Opfer. Wenn man ganz philosophisch werden will, ist die das Geschichte der Opfer, des Liebestods, der Hingabe vielleicht das Thema des heutigen Abends. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie sich jetzt auch voll hingeben dieser Erfahrung. Viel Spaß. Viel Spaß.